Ja, ich hoffe, ich kann jetzt hier welche überholen. Also wie gesagt, ich werde noch ein paar Runden fahren und die dementsprechend in diesen paar Runden auch wahrscheinlich nerven. Mehr oder minder gewollt. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Also er sagt, meine Reifen sehen super aus. Das ist natürlich schade jetzt mit dem roten Frontflügel. Bin 18. Sonst hätte ich nicht wechseln müssen. Also nicht auf weiß. Vor mir ist jetzt Gasti rausgekommen, ich bin 10. Offensichtlich waren 1-2 in der Box. Und Gasti jetzt auch. Stimmt, die vorne hier, die waren ja alle hier hinten noch nicht in der Box. Ja, Gasti ist wie gesagt jetzt halt vor mir. Fuck, ey, krass. Ey, das ist aber mit dem Überholen ist echt schwer gerade, finde ich. Oh, ich komme in der Kurve richtig raus, jetzt wird er mich überholen. Der Ferrari, der Leclerc ist das, glaube ich. Ich dränge ihn ab. Okay, er kann nicht vorbei. Sehr gut. Er kann nicht vorbei, dadurch halte ich ihn auf. Ich weiß, aber du musst es schön sicher machen, weil du hast ja gesehen, wie es bei mir geht und so ist es dir ja auch oftmals ergangen. Ich weiß, das ist echt. Also, hart. Ich halte sie natürlich ein bisschen auf. Ich fahre natürlich trotzdem so schnell es geht. Aber natürlich bin ich langsamer durch meinen Frontflügel. Vor allem in den Kurven fahre ich nicht gut. Ich kann einfach nicht anders. Und Leclerc will vorbei. Mal gucken, ob er es schafft. Er zieht auf jeden Fall an. Aber ich bleibe in der Kurve innen. Bleibe in der Kurve innen. Pech gehabt. Auch wenn ich dich ein bisschen berührt habe. Pech gehabt. Du musstest die Kurve ja nicht so schnell. Ich bin direkt hinter euch. Ich weiß. Hinter allen bist du quasi richtig im Pulk. Boah, da leckt gerade einer. Das ist natürlich geil. Alter, dass ich die ganze Zeit hinterher fahre und nicht überholen kann, das ist so verrückt. Ja, das ist... Oh, jetzt in der Steckenkurve 2 überholt. Und halt ich werde... Oh, noch nicht überholt. Das ist halt die spannende und geile KI. Also nein! Ist nicht schlecht. Was ist bei dir los? Ich habe auch einen beschädigten Ron-Flont. Ich habe einen beschädigten Ron. Frontflügel. Was für einen? Auch rot, auf der linken Seite. Ich auch, auf links, rot. Also dann machst du auch weiß. Ja, ja. Würde ich dir empfehlen und an die Box und den wechseln halt. Stell ihn auf Ja und nicht auf Auto. Man weiß nie. Auf der Geraden oder so, wenn du mal Zeit hast, auf Ja stellen. Ja, habe ich gerade gemacht. Die Frage ist, wie lange fahre ich jetzt noch so? Ja, das weiß ich auch nicht. Weil so komme ich halt nicht an die anderen ran. Ich überhole halt definitiv nicht. 17, 22. Pff. Ich fahre jetzt. Boxenstopp. Ich wurde gerade von Bottas und so überholt. Ich fahre jetzt an die Box. Ich hoffe, das hat jetzt alles übernommen. Dann starte ich die Kamera mal neu, weil wenn ich so weiterfahre, überhole ich halt keinen. Und dann kann ich auch gleich auf Gelb wechseln. Vielleicht hätte ich auch auf Gelb wechseln können, weiß ich nicht. Fahr raus, fahr jetzt raus. Glaube ich nicht. Hinter mir hat gerade jemand auf Gelb gewechselt, seins. Echt? Es kann sein, dass der entweder nochmal geht. Ja, der. Oder. Scheiße, jetzt habe ich 2 rote Frontflügel. Okay, ich bin 20. Boxenstopp. Ah, scheiße, ich habe nur 5 Sekunden Strafe bekommen dafür. Ach du Scheiße. Ich bin einen hinten drauf gefahren und der war so langsam plötzlich. Ich habe den halt übertrieben weggerammt. Okay, ich hoffe jetzt, dass ich mir nichts mehr wegfahre. Schön sicher alles mache. Er stand gerade quasi in der Kurve. Und mit Weiß auch noch schaff aufzuholen.
Theoretisch ist jetzt das Ziel, Alter, Scheiße, einfach durchzufahren. Punkte. Und alles. Oh, ich werd gedreht. Weil ich so langsam war, das hat ihn, das fanden die, das, also, der wollte nicht. Das fanden die, also, der wollte nicht. Wie viel da bist du und wo bist du? Ich wurde gerade von Vettel überholt, ich bin auf Platz 15, auf AG, quasi, ja, da, ne, weiß ich nicht. Naja. Ah, Scheiße. Junge, das war ein sauberes, ganz nein. Geiles Was passiert Mann, denn hier Mann. Jetzt? Okay, du musst unbedingt an die Box. Der rechts von mir ist, ich will an die Box. Oh Gott. Alter, was passiert hier denn jetzt? Das ist so scheiße, was hier gerade passiert. Ist ich hoffe, ich komme einfach irgendwie noch Punkte. Ja, das ist nicht unmöglich. Also, wir kommen schon noch an die ran, würde ich sagen, weil wir haben ja noch ungefähr die Hälfte der Strecke. Ziemlich genau die Hälfte der Strecke. Ja. Wir kommen Toll, schon noch an die ran und sie müssen noch an die Box. Ne? Also die meisten oder zumindest, ich denke fast alle müssen noch mal, oder? Ja, alle müssen noch. Ja, und deswegen, es ist nicht unrealistisch. Wird wahrscheinlich nicht Platz 1. Okay, du bist Platz 18, ich bin Platz 19. Geil. Alles klar, nice. So gut sind wir einfach. Ich darf mir halt jetzt nicht wieder irgendwas freckt fahren. Vor allem, weil sein schon wieder jetzt langsam ist. Jetzt darf nichts mehr passieren. Verstanden, echt. Ich lasse einfach vom Gas los. Ich kann, auch wenn ich ihn überholen muss, weil ich sonst Zeit verliere, ich kann es nicht tun. Er bremst wie ein Blöder, ey. Wie kann man so bescheuert fahren, ey? Ich kann nicht reinziehen. Ich mache es jetzt sicher. Hoffe ich zumindest. Probier es zumindest. Ich drehe mich, bin in der Wand, Reifen ist weg. Ist dir gut? Motor aus, Motor aus. Das ist krass. Es ist einfach nur krass, wie schnell es geht. Ja, ich war auch sehr, sehr erstaunt. Das okay. Nächste Rennen, was ich nicht zu Ende fahren kann. Ah, da stehst du. Es läuft nicht mega gut. Läuft mega schlecht. Und dann auch noch sowas. Also allgemein war das Rennen ja nicht so toll. Nee, ist so viel passiert wieder. Jetzt kommen mal Strecken wie Aserbaidschan, Spanien und Monaco. Das lief im alten F1-Teil deutlich besser. Das ist unglaublich, es ist fucking unglaublich. Krass. Alter, mir ist mega warm, ich werde jetzt Jan noch ein bisschen zugucken und kannst Bilder machen. Ja, genau, das werde ich jetzt ein bisschen machen. Boah, der hat mir gesagt, dass der vor mir jetzt gerade in die Boxengasse gegangen ist. Oh, bitte schnell. Ja, die gehen, ich habe gerade schon gesehen, dass ein paar gehen. Also, es ist noch was drin, auch für dich. Schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Wer hat denn die schnellste Runde? Die hast du gerade, oder? Hatte ich, ja. Oder hab immer noch ich. Ja. Kannst du nichts machen. Ist halt verdammt ärgerlich, aber was willst du machen? Ich bin schon ein paar Mal über den Curb so rausgefahren wie jetzt. Dieses Mal hat es mich eben gedreht. Ja, du kannst nicht mehr gegenlenken, du kannst nicht mehr bremsen, du bist Richtung Wand. Dann entweder ist es nur der Frontflügel oder ist es der ganze Reifen. Beides wäre natürlich der Tod gewesen. Egal. Kann man sich nur aufregen. Habe ich aber fast erwartet, dass ich wieder rausfliegen werde. So leid es mir tut. Welche Strecke kommt jetzt? Aserbaidschan direkt, ja. Ne? Ja. Ich bin auch so rausgefahren wie du jetzt da über den Körper drüber und deswegen bin ich rausgeflogen. Egal, danke fürs Zuschauen, oder rein, bis dahin und ciao, ciao. Ja, jetzt mach, oder? Ja, ich hab doch, du musst das Event starten, weil ich kein Admin bin. Achso, yeah. Ach so, sagt er. Gar kein Plan von dir. Ich weiß nicht. Also, okay. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 2019 im Koop-Karriere-Modus mit dem Mike. Hi! Wir sind in China
ohne Regen. Ja, und müssen Punkte holen, genau. Ohne Regen zum Glück. Perfekt. Qualifying jetzt so erst, dann das Rennen. Ich fahre jetzt nur ohne. Ja, ich, nee, ich fahre keinen kein Benzin hochgestellt und fahr jetzt raus. Ich, ja. Ich fahre ja immer quasi zweimal. Ich nicht, ich sehe nicht an. Ich fahre eigentlich gar nicht. Ja, ja, bis jetzt ja, haben wir gerade so nämlich gefahren. Zusammengefasst. Also ich bin in jedem Rennen bisher rausgeflogen. Gut, letztes Mal ein bisschen absichtlich. Wer das übrigens verpasst hat, das kam bei Jan nicht, das kam nur bei mir. Weil er schon vorher rausgekommen ist. Ja. Rausgeflogen. Ja, und Qualifying habe ich auch noch nie gefahren. Ich habe einen Bug. Außer die Outlap habe ich noch nichts gefahren im Qualifying. Was hast du für einen Bug? Eins hat bei mir kein Sound. Also kein. Also das Spiel hat schon Sound. Hat es überhaupt dein Lenkrad übernommen? Ja, doch. Ich habe nochmal neu gemacht. Ach so. Aber. Junge, wie fährst du? Ich hab quasi kein. Ja, weil ich gerade Einstellungen so gucke, weil. Das Game hat Sound, aber kein weil Motorsound. Weil ich gerade so einstellen gucke, ich hab, so. Ich hab alle Sounds, nur kein Motorsound. Ja, das ist natürlich geil. Hä, hey, was gibt's denn sonst noch? Ich hab gerade extra noch geguckt, ob. Oh Gott, ja, hinter dir ist ein Ferrari, pass bitte auf, nicht dass du in den reinfährst. Ja, ich fahr gerade nicht selber. Ja, der Bot, der buckt ja richtig. was soll ich sagen? Ja, außer die Outlap habe ich noch nie irgendwas gefahren im Qualifying, habe ich so das Gefühl. Das ist natürlich geil. Schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen auch vorbei, Leute. Ja, okay, es gibt kein Motorgeräusch bei mir, okay, Leute. Also. Du fährst einfach auf den Kies. Ja, ich hab. Ja, hinter dir ist ein Ferrari, du hast ihn ultra ausgebremst einfach. LOL! Oh. Digga, was ist denn mit dem Typen? Scheiße, das hat meine Reifen ultra kaputt gemacht. Ach nee, oder? Wir nehmen das aus beiden Sichten auf und bitte auch parallel schauen, weil wir ja auch gleich cutten. Dann habt ihr eben... Gleich kacken? Ja, genau. Ja, lass mal kacken gehen. Oh. ich kann ehrlich nicht fahren ohne Motorgeräusch. Das hört sich, also es hört sich alles so dumm an. Ich höre halt so Stadion-Durchsagen und so, das hört man jetzt endlich mal so, was da gerade passiert, so auf Chinesisch. Ja, das ist auch cool. Chinesisch. Chinesisch. Auf Chinesisch. Ja, so, ist das richtig. Leute, ich bin übrigens nicht motiviert für diese heutige Folge. Ich habe natürlich die Hoffnung, da China nicht so scheiße ist, das erste richtig, Rennen gut zu fahren. Starten. Allerdings... Ja, die Runde ist eh richtig kacke. Ja, du fährst jetzt zum Glück nur eine. Alter, ich hab mein Auto gar nicht, weil... Ja, aber du bist schon scheiße gefahren und trotzdem ja, so gut. Weiß also. Ich. Ja, weiß ja einfach. Ich will gar nicht vom Platz einsteigen, das haben wir ja gerade schon gesagt. Dann ist wieder ein Hamilton oder Vettel nämlich wegrammt. Ja, fahr doch vorbei, oder, Alter? Alter. Wow, ich bin im Gras direkt. Direkt. Also du hast Sound, oder wie? Ja. Ey, wie unfair ist das denn? Lass mal neu starten. Okay. Können wir machen, wenn ich rausflieg. Oho. Sag mir das nochmal in 2 Minuten. Mehr dann bin ich dabei. Ja, keine Fehler, oder wahrscheinlich. Ja, wir warten wirklich nicht, also. Ne? Das ja, das stimmt alles mit dem Laut zack, und Leise. Zack. Wahrscheinlich genau, weil es kein, weil ich nicht leiser geworden bin, deswegen gibt es bei mir jetzt keine Motorsounds als Bestrafung. Ja. Als Bestrafung. So, ich fahre jetzt wieder raus, weil ich muss. Ah nein, ich komme, aber egal, ich fahre ja eh jetzt. Also jetzt fahre ich eine langsame. Nach der hier. Komm bitte, ich will mal die schnellste haben. Ich glaube, das kriege ich hin, ja. Ja, gar kein Ding. 1,35, du bist 3 Sekunden schneller als ich. 3? Nein. Nein. Aber ich meine, auf China waren die Bots ja immer irgendwie scheiße, ne? Ja, ich. Das haben wir schon auf Australien gezeigt, dass die Bots in China richtig schlecht sind. Ja, das müssen wir ja erst nochmal sagen. Ich weiß. Was ist im Spiel? Da waren gerade so komische Schilder, die anders sind. Hast du gesehen? Ja. So rund und so mit Farben. Ja, genau. Alter. Die anderen sind immer so weiß und einfach die Zahl drauf geklatscht, ey. Sieht ja so aus wie so ein Verkehrsschild. Da kann man direkt umfahren, die Scheiße. Ich fahr auf jeden Fall auch. Ich weiß leider auch nicht mehr. Ich glaube, du warst schlecht. Schon scheiße. Also, du hast, ja, glaube ich, oh, fast eine Sekunde. Oh Gott, deine Mutter ist so eklig.
diese Kurve ist so auch richtig geil. Riesig. Ja. Ja, klar. Klar ist sie hieselig, oder was? Okay. Okidoki.